Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Whisky unter Freunden.d. Jawohl. Heute haben wir mal wieder eine Sonderfolge. Wir haben nur Sonderfolgen. Bei uns gibt es nur Sonderfolgen. Wir haben heute eine richtig geile Folge. Ich bin total happy, denn heute haben wir was ganz Leckeres zum Vorstellen, wo wir uns schon tierisch drauf freuen. Und zwar haben wir ausgekramt einen Glenfarclas 30 Jahre. 30 Jahre. 30 Alter. Jahre. Meine Fresse. Der ist fast so alt wie ich. Mann, also fast Mann. So alt wie ich, sagen wir mal. Er ist schön, ne? Ich bin auch fast so lang im Fass gelegen, wie alt bin das echt? Das kann man eigentlich. Das ist Wahnsinn. Wenn du überlegst, ein Getränk, wo 30 Jahre im Fass liegt. Ja. Wahnsinn. Ja. Geschaffen einfach für die nächste Wahnsinn. Generation. Wahrscheinlich hat derjenige, der den irgendwie abgefüllt hat, je nachdem wie alt er war, hat er den gar nicht mehr erlebt. Vermutlich. Ja. Glenfarclas selber ist in den Highlands gelegen, aber genauer eigentlich in Speyside, ne? Und so einer der wenigen, wo man sich einen 30-Jährigen überhaupt noch bezahlen kann. Weil in manchen Fällen dann schießen die wirklich Preise raus von 600, 700 Euro für eine Flasche. Gut, günstig ist der jetzt auch nicht. Nee, bei Whisky.de kostet der 350, 400. Wir haben jetzt ein bisschen günstiger bekommen, aber ist trotzdem unsere teuerste Flasche. Ja. Ich freue mich. Ich bin total happy. Ich habe ultra Bock. 43 Volumenprozent. Ja, nicht gefärbt. Die Ehre. Darf ich aufmachen? Ja. Oh, ich habe Angst. Jetzt muss ich aufmachen. Nein, das ist jetzt peinlich. Ich knabber Fingernägel. Das ist ziemlich uncool, wenn man ein bisschen Werbung einblenden. Genau. Oh, komm hier. Spitzen-Whisky.de Werbung. Whisky unter Freunden.de. So. Ja. Oh. Den lasse ich drauf. Ja. Wie sagt der Horst, leicht drehen währenddessen. Ja. Oh. Ich kann kaum erwarten hier. Da bist du jetzt dran. Soll mal wieder nicht sparsam sein. Oh nee, doch, heute schon. Ja, okay. Oh, nicht so drin. Oh ja, mein Gott. Ja. Oh, jetzt geht's aber. Das ist, wenn man vorsichtig macht. Naja, so ganz sparsam sind wir jetzt auch nicht gewesen. Ja. Müssen wir auch nicht, oder? Ist ja nur Glenfarclas 30. Ja. Oh nee. So, jetzt bin ich gespannt. Ein Näschen. Lass mal schön hier zwischen uns stehen. Na komm, hau selbst am 30-Jährigen raus. Ich kann den Running Gag mittlerweile echt nicht mehr hören. Jetzt hör auf, fruchtig. Vor allem, das ist aus der kurzmannigen, vorher war es unbewusst. Obwohl ich sagen muss, der ist schon sehr süßlich, riecht er. Aber jetzt, ja, Frucht auch, klar. Aber welche Früchte? Riechst du? Farbe. Ich finde Apfel. Apfel kommt hier raus. Sehr schön. Sherry. Ist der auch mal im Sherry fast nachgereift? Der ist auch in einem Sherryfass nachgereift. Der ist nachgereift, oder? Oder ist ja nur in einem Sherryfass, glaube ich, gereift. Ich glaube, durchgehend. Wir haben uns mal wieder gar nicht vorbereitet, aber darum geht es hier auch nicht. Also ich habe viel von der Eiche einfach an der Nase. Eiche auf jeden Fall. Extrem viel. Das überlagert. Schon, aber das ist auch wirklich hier, ich finde so Apfel.
Birne, ja, würde ich jetzt so ein bisschen mitgehen. Mhm. Traube. Traube. Also eher so die, gut, die hellen Früchte, oder? Ne? Mhm. Boah, ich bin wirklich gespannt, wie der schmeckt. Und die Farbe ist auch wirklich. Aber ganz, ganz wenig irgendwie Vanillenoten. Mir fällt also gerade was auf. Was? Ich habe einen hellblauen Pulli. Ich hoffe, ja, dass das funktioniert. Oh mein Gott, wenn jetzt Video, wenn ich gleich durchsichtig bin, dann wisst ihr, Hackenberger hat einen hellblauen Pulli angehabt bei einer Green Wall. Diesmal drehen wir nicht so oft neu über nächstes. Diesmal drehen wir nicht neu. Wenn ich im Video jetzt durchsichtig bin, dann müsst ihr damit leben. Der wird nicht neu gedreht. Vielleicht schon neu getrunken, aber. Neu getrunken eher, aber ja. Ja. Gut. Ja, komm mal trinken erstmal. Ob du jetzt transparent bist oder nicht. Boy. Lange Abgang. Ich fand den am Anfang jetzt, wo er im Mund war, mild. Immer noch. Bis zum Ende. Ja, mild. Aber und hinten raus. Das ist die Bitterkeit. Hinten raus die Eiche, oder? Die Bitterkeit von der Eiche. Mhm. Und ganz, ganz minimal rauchig. So ein bisschen Karamell vielleicht. Hm? Leichten Rauch. Aber minimal. Lecker. Jetzt kommen auch mehr dunkle Früchte nochmal dazu. Ja. Ich finde, der schmeckt anders. Pflaume. Als er quasi riecht, ne? So ein bisschen. Mhm. Wenn du riechst, denkst du direkt so an helle Früchte, Urlaub, ole ole. Und wenn du trinkst, dann kommt so ein bisschen der Ernst raus. Der Ernst Eiswürfel hier. So ein Bitterkeit von der Eiche. Dann, ja, Pflaume. Ich habe Malzigkeit, so Malz. Ja, Malz, aber Vanille gar nicht. Also nee, Vanille. Ich glaube, der war auch gar kein Birnenfass, der war nur in einem Sherry. Also vom Geschmack her. Der hat aber einen langen Abgang, finde ich. Ja, aber der ist auch voll im Mund. Ja. Der ist. Wow, alter Schwede. Lecker! Oder alter Schotte in dem Fall, ne? Alter Schotte. Ich habe gehört, Glenfarclas in der Distillerie ist so die einzige Distillerie, wo du angeblich mit so einem Wägelchen durchfährst. Habe ich gehört. Würdest du dich in so ein Wägelchen setzen in der Distillerie und dann wie so Indiana Jones? Dann, ja, super. Ja, wo du mit anhalten. Der Gondel raus sitzt. Ich habe nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber von Insidern, die waren gibt's da waren. Also, die werden wahrscheinlich lange an der Bar gesessen haben. Ja, du musst Glenfarclas Distillerie. Das wäre der Hit. Mit so einem Gondel, mit der Gondel da durchperzen. Bestimmt so lustig. Ja, aber so eine Flasche dabei. Genau, 30 Jahre hin haben die. Wollte ich im Mai schon, wie sie wollen. Im Mai fliegen wir übrigens auch nach Schottland, falls von euch auch irgendeiner in Schottland ist, letzte Maiwoche, ne? Ja. In der letzten Maiwoche. Schreibt uns mal, vielleicht läuft man sich ja über den Weg. Ja. Wir fliegen extrem lustig. 20. glaube ich, schwimmen wir los. Ja, auf jeden Fall nach Glasgow, falls irgendeiner irgendwelche Tipps haben sollte, was ja, genau, wo man unbedingt hin muss abends. Glasgow, außer genau, einen Tag sind wir auf jeden Fall auf Arran und ansonsten Campbelltown wahrscheinlich noch. Ja. Springbank wollten wir uns noch anschauen. Aber so abends. Abends, genau, Glasgow, da fehlt noch was. Wenn ihr irgendwie coole Pubs wisst, schreibt uns bitte, gebt uns Tipps. Oder generell, wenn ihr Tipps habt, einfach her damit. Tipptopp. Ansonsten würde ich sagen. Ja, wartet. Ich denke, ja, oh, du hast vor mir leer. Ja, und ich habe nicht mit Wasser probiert, aber das ist. Doch, ja. Macht nichts. Ein bisschen ist noch dran. Oh, komm mal her. Ein Herz. Wahre Freundschaft. Lass mir mal eine Warte.
seid ihr immer noch dran. Komm. Ab. Wartet gut. In diesem Sinne, Gerd Fark ist 30 Jahre. Absolut sein Geld wert, würde ich jetzt so sagen. Ja. Wenn ihr probieren wollt, auf unserer Internetseite Bröbchen bestellen. Genau. Gibt kein uns Thema. Als Bröbchen. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao.